Jetzt mal wieder eine echte Fox 74 Veranstaltung, denn neben mir sitzt der Schosch. Moin. Georg. Hallo. Mit dem Rufzeichen Delta Fox 9 Zulu Victor. Genau, das nochmal zur Erinnerung. Ich bin der Kirk, wie immer, Delta Oscar 3 Kilo India. Und heute sind wir in der Natur. Es ist Sommer. Ich habe auch meinen spontanen Haarverlust wieder gehabt. Oh. Das geht ab 25 Grad, fallen die raus. Auch nicht viel mehr drauf. Aber die Sonne knallt jetzt ganz schön runter. Gefühlt sind es jetzt 25, 26, 27 Grad. Ja, in der Sonne schon mehr. Aber so auf der Haut wie 30 schon fast. Ja, ne? Oh ja. So, und wir haben uns jetzt verabredet, um heute mal zu zeigen, wie der Georg seine Portable-Funkbetrieb, wie er das gestaltet. Er wird nachher aufbauen, wir werden das dann uns alles erklären lassen. Aber generell, wir wissen ja, dass er ja Cevist ist. Der hat uns ja schon wunderbar da eingeführt. Du wirst uns auch bald deine Pedals zeigen, glaube ich. Ja, okay. Ja. Aber jetzt, warum fahr ich mit dem Fahrrad raus, mach QRP, also mit wenig Leistung. Auch da wird Schosch noch genau erklären. Und zusätzlich CW, was ja eh schon sehr effizient ist. Mhm. Also das muss ja eine andere Faszination sein, als wenn jetzt jemand zu Hause mit seinem fetten Funkgerät und dicker Antenne auf dem Dach weltweit Betrieb macht. Was ist da für dich der Reiz, jetzt mit dem Fahrrad hier rauszufahren und hier Betrieb zu machen? Ja, da kann man natürlich ganze Aktenordner füllen, das wollen wir jetzt nicht. Ne? Also vielleicht mal fange ich mal von meiner Profession, wie man so schön sagt, an. Ich bin Förster und eigentlich ein vollkommen untechnischer Beruf. Deswegen ist das Hobby auch richtig Hobby, ein Ausgleich zum Beruf. Aber ich habe eben die Naturnähe und das Draußensein letztlich dann doch auch drin, sage ich jetzt mal. Ne? Und das bleibe ich nochmal beim Förster. Ich habe auch gelernt, jetzt will ich mal an dieser Stelle ein bisschen vielleicht ein ernstes Thema auch nur mal streifen, dass letztlich Ökologie und Nachhaltigkeit die Grundlage für alles ist. Und wenn ich jetzt ein technisches Hobby betreibe, was ja letztlich auch Ressourcen verbraucht, dann überlege ich mir schon, wie ich das so machen kann, dass ich mit relativ wenig Ressourcen das machen kann. Mhm. Stichwort QRP. Ja. Und wenn ich draußen bin, will ich das so machen, und jetzt komme ich zu unserem konkreten Punkt, wo wir hier sind, dann möchte ich das so machen, dass ich da nicht, keine Ahnung, mit dem Auto da durch die Gegend fahre und mich unter irgendeinen Hochsitz stelle und den armen Jachtpächter und schlimmstenfalls den U- oder den Schwarzstorchhorst dann für Jahre unbrauchbar mache. Also der langen Rede kurzer Sinn, ich möchte mich möglichst ressourcenschonend in der Natur bewegen. Also Auto geht gar nicht. Mhm. Im Übrigen auch das Rezept für den Alltag. Aber ich habe mein Portable-Zeug so optimiert, dass ich das alles maximal in zwei Ortlieb-Fahrradtaschen bekomme. Und QRP heißt in dem Fall ja eben QRP. Aber was man so energietechnisch, stromtechnisch mitbringen kann, das sind dann so 20 Watt Ausgangsleistung, ja. Und dann ist Schluss. Also QRP, müssen wir kurz erklären, ist ein Kürzel aus der Q-Serie. Da gibt es ja ganz viele Sachen. Aber QRP steht für Low-Power-Betriebsart. Genau. Und die hat so eine schwammige Grenze, glaube ich. Ja. Die einen sagen 20 Watt, die anderen 10 Watt. Viele sagen sogar nur 5 Watt. Mhm. Was ist da jetzt wirklich? Also das ist schon, sagen wir mal, durch geübte Praxis definiert. Für Telegrafie spricht man von QRP bis 5 Watt Ausgangsleistung. Mhm. Und in Sprechfunk, sprich SSB, heißt es 10 Watt. Wobei bei den Contesten, bei allen Contesten, die QRP-Klasse, egal ob Sprechfunk oder Telegrafie, bei 5 Watt aufhört. Also bis 5 Watt ist QRP. Okay. Das kann man sich so merken. Ne? Ja, ja. Und allgemein heißt es ja niedrige Sendeleistung. Jetzt ist niedrig relativ. Ne? Es gibt Kameraden bei uns im OV, für die ist 150 Watt schon extrem QRP. Ne? Es gibt aber auch Leute, die haben im Leben noch nicht eine Endstufe. Irgendwie konnten sie auch nicht betreiben. Ja, ja. Also, relativ. Ist denn das die 5 Watt dann die Ausgangsleistung von deinem Transceiver, oder würde sie sich jetzt tatsächlich auf die 13 Element Yagi 17 dB Gewinn beziehen? Nee, das ist die Ausgangsleistung am Ausgang, am Antennenausgang. Okay. Okay. Und da man natürlich jetzt auserwählen würde, jetzt so hier den UKW-Contest machen, jetzt nicht mit so einer mobilen Yagi rumläuft, sondern du hast dann, sehen wir ja nachher, Drähte oder irgendwas in der Art, haben die natürlich auch kein Monstergewinn. Ne? Das ist ja dann alles sehr kompromissbehaftet, nehme ich an. So ist das. Wenn man jetzt leichtes Gewicht, also niedriges Gewicht und Raum sparen, da ist natürlich bei Kurzwelle die Antenne die Herausforderung, Geräte nicht mehr unbedingt so.
Und da muss man halt ein bisschen Fantasie an den Tag legen, möglichst viel Wirkungsgrad mit möglichst geringem Gewicht an den Tag zu bringen. Und da ist eben die Drahtantenne das Mittel der Wahl. Ne? Ja, ja. Denn die kannst du aufwickeln und dünner Draht für QRP, brauchst auch keine dicken Antennendrähte. Das wird so das Mittel der Wahl sein. Aber das schauen wir uns ja nachher an. Jetzt bin ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich bin der Autofahrer, der also mit einem Powerpack oder auch mit der Autobatterie eine 100 Watt Station dabei hat und irgendwas auf dem Dach, Auto als Gegengewicht. Mhm. Und dann fahre ich jetzt natürlich nicht mit dem Auto zum Funken hier auf die Wiese, sondern irgendwo auf irgendeinem Parkplatz oder irgendwo, wo man sich abstellen kann. Mhm. Und es ist dann also schon aus der Natur raus. Und manchmal fahre ich in solche landwirtschaftlichen Wege mal so 300 Meter rein, aber da bin ich auch schon vertrieben worden, weil dann da ein Jäger war, der wollte seine Ruhe haben. Also da, klar, da muss man schon ein bisschen gucken. Mhm. Aber auch das finde ich dann sehr spannend, aus so einem Auto raus da auch weltweit Verkehr zu machen. Ja. Allerdings, da ich kein CW mache und eben nur Sprechfunk, oder alternativ FT8, aber auch da braucht man Power, weil FT8 ist keine Low-Power-Betriebsart, denn da gibt es viele Stationen, die mit ganz schön viel Leistung ihren FT8 betreiben. Und dann hast du dann auch mit QRP auch keine Chance mehr. Also auf CW bist du da wahrscheinlich deutlich, deutlich, deutlich im Vorteil. Ja, das ist also auch vor allen Dingen die Betriebsart, die du, ich sage ja, geringes Gewicht, ne? Also FT8 zum Beispiel ist eigentlich ja schon die Betriebsart, wo man... ja, aber du brauchst wieder einen Computer. Wieder brauchst irgendwas. Du deinen Rechner, ja, brauchst du einen Strom für den Computer. Wir hatten letztes Mal im OV überlegt, wenn wir den, nächste Woche ist CW Field Day, ne? Ob wir da mal mitmachen. Und da war die Diskussion, die ist dann über, keine Ahnung, über 2 Wochen, wie locken wir überhaupt? Ne? Weil man ja heute einen Contest lockt mit PC und da ist die Herausforderung beim Field Day Contest gar nicht mehr so sehr die, wie kriege ich meinen Strom fürs Funken hin, das ist kein Thema, ne? Ja. Aber wie kriege ich den Strom für den Laptop hin? Ne? Genau. Also der langen Rede kurzer Sinn, ja, deine Frage war ja Telegrafie, das ist, denke ich, das immer noch das Mittel der Wahl, wenn man Effizienz, geringes Gewicht, geringen Strombedarf mit, also wenn man das realisieren will. Es fängt ja eigentlich schon an, also wenn ich dann auch mit so einem IC705, ist ja auch eigentlich ein schönes, portables Gerät, und so und hat eine Batterie, da kann man dann auch QRP machen, aber die Probleme fangen schon an, wenn du dann in der prallen Sonne versuchst, so ein Display abzulesen. Da fängt das mit an, ja. Dann geht's schon los. Ja, also dann auch, ja, nimm doch ein iPad statt einen Computer. Ja, so ein iPad in der Sonne wird super schnell heiß und schaltet sich ab. Mhm. Der Computer irgendwann auch. Mhm. Also ja, also da ist dann einfach so die klassische zu Fuß, ein analoges Gerät, einfach nur normales Display, da bist du wahrscheinlich immer noch. So, da haben wir auch natürlich hier Fahrradfahrer, die wir grüßen. Ja, dann war noch eine Frage, bevor es losgeht. Du hattest was erwähnt, du warst dir jetzt nicht sicher wie heute, das haben wir gar nicht jetzt geschaut, weil wir uns spontan hier getroffen haben, wie denn jetzt eigentlich die heute, jetzt aktuell die Ausbreitungsbedingungen sind und vor allen Dingen wie und auf welchem Band und was das dann letztendlich bedeutet, wenn sie jetzt gut sind oder schlecht sind. Sag mal, wenn man um diese Jahreszeit, wir sind jetzt Ende Mai, Anfang Juni, bei dieser aktuellen Sonnenaktivität, wie wir sie haben, aufsteigender Zyklus, ich denke, es wird nachher so auf 10 Meter, 20 Meter, 15 Meter Band, wird auf jeden Fall was gehen. Wir müssen mit Sporadik eh rechnen, können wir auch rechnen, um 10 Meter, 15 Meter, 20 Meter Band sicherlich. So wie die Sonnenaktivität war in den letzten Tagen, denke ich, kann man auch damit rechnen, dass wir schon DX-Verkehr machen können. Ich hatte letztens das Vergnügen, ich will jetzt nichts ankündigen, aber vielleicht klappt es ja wieder, auf 10 Meter mit einer einfachen Vertikalantenne auch DX-Verkehr zu machen. Das muss man einfach gucken. In den Zeiten niedriger Sonnenaktivität, die wir jetzt Gott sei Dank hinter uns haben, dann wird man eher den frühen Abend wählen. Mhm. Ja, da ist das 40-Meter-Band immer gut für eine Europa-Verbindung, das 30-Meter-Band. Also das heißt letztendlich, wenn die Bedingungen nicht da sind, dann nutzt ihr auch das schönste CW und die tollste Leistung nutzt dann auch nichts. Dann geht das hier zum Nachbarn ins nächste Tal vielleicht und das war's dann. Okay. Richtig, aber ich meine, die Kurzwelle ist eigentlich also ganz selten, dass sie mal richtig dicht ist. Das wissen ja alle, die sich mit Amateurfunk beschäftigen. Ja. Das hatten wir gerade in den letzten 2 Monaten hatten wir das häufiger.
wenn so ein richtiger Ex-Flair, also ein richtiger Flair von der Sonne kommt, ja, so richtig so ein koronales Loch da mal ausspuckt, dann nennt man das ja diesen Blackout oder Mögel-Dellinger-Effekt auf Deutsch. Genau, Mögel-Dellinger. Hör nicht zu, ne? Das hatten wir ja letzte Woche. Ein paar Tage war Ruhe. Ich habe das auch gemerkt. Ich war in Ulm unterwegs und dann hatte ich gedacht, ach, ich war auf dem Job und dann sag, okay, jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Ich habe ja auch immer ein bisschen Besteck dabei. Und dann habe ich auch, ohne mal nachzuschauen, habe ich dann einfach mal aufgebaut und mache an und denke so, nichts. Mhm. Denkst du die Antenne im Eimer, ne? Und dann habe ich nochmal geguckt und dann ist mir klar geworden, dass da tatsächlich das für 2-3 Tage durch diese magnetische Aktivität nach so einer Eruption, kann man das sagen? Ja, ist eine Sonneneruption, denke ich, so nennt man das. Bin jetzt auch kein Astrophysiker, aber so ungefähr ist das. Ja, okay. Eine Sache wollte ich noch, das hatten wir jetzt, war das... Ja, DX, was heißt das denn jetzt für dich, jetzt mit so einer kleinen Station QRP-CW, was ist DX, wo fängt das an, wo hört das auf, wie weit kann das gehen bei besten Bedingungen? Ja, DX nenne ich jetzt mal klassisch DX. DX ist ja im Funk, Amateurfunk ja als Weitverbindung definiert und damit spricht man, wenn man den eigenen Kontinent verlässt. Ne? Und Kontinent, da nennen wir jetzt Europa, jetzt im nicht politischen, sondern geografischen Sinne. Das heißt, eine Verbindung beispielsweise... hinter den Ural wäre schon, obwohl auf demselben, nein, nicht Kontinent, aber das ist ja nicht Übersee. Asien. Ja. Asien. Das ist Asien, ja. Genau. Also, okay. Also immer dann, wenn du den eigenen Kontinent verlässt, dann sprechen wir von der DX-Verbindung. Okay, ja. Prima. Also Moskau zum Beispiel wäre noch kein DX, ne? Um jetzt mal Richtung Osten zu gucken. Aber sobald du über den Ural springst, dann dürfen wir von DX sprechen. Okay. Und Richtung Westen wären dann schon die Azoren DX? Ja, die sind schon auswärts, genau. Mhm. Und wenn man dann, also man kriegt auf jeden Fall nasse Füße Richtung Westen. Gut, dann wollen wir mal schauen, was wir heute hier machen können. Und fangen mal hier mal, also Josh wird jetzt sozusagen jetzt mit seinem Aufbau anfangen, so wie er, wenn er jetzt ohne unser Gespräch hierher gekommen wäre und seinen Betrieb gemacht hätte. Wir haben das Gespräch jetzt praktisch vorgeschaltet und jetzt geht's los und du baust auf und erzählst uns dann genau, was du da tust. So machen wir das. Also, bis gleich. So, Georg, jetzt bist du sozusagen mit deinem Fahrrad angekommen an dem Platz deiner Wahl. Ja, das ist der Platz meiner Wahl in der Tat. Das ist hier in der Nähe von meinem Heimatort und das ist eigentlich ein Plätzchen, wo man in Richtung West, Süd, Ost eine ganz gute Abstrahlung hat. Aber für Kurzwelle ist es ja nicht ganz so bedeutsam, aber hier ist einfach schön. Hier bin ich gerne. Wir nennen das bei uns die Goldheck. Ich bin ja hier auch geboren in dem Ort. Und ja, was habe ich jetzt dabei? Das ist eigentlich mein Fahrrad. Ne? Mein Fahrrad, wo ich auch mit zur Arbeit fahre zum Beispiel. Ne? Das ist also ein bisschen, wer für Fahrrad sich interessiert, ein alter Stahlrahmen, aber ansonsten relativ moderne Schalttechnik. Das soll aber jetzt nicht der Hauptpunkt sein. Das ist das Radl, mit dem ich dann natürlich auch zum Funken fahre. Was habe ich hier? 2 Ortliebtaschen. Ne? Die Fahrradprofis wissen, was das ist. Keine Schleichwerbung, aber Ortliebtaschen ist ein Name. Das ist LKW-Plane, die sind absolut wasserdicht, da schwimmfähig sogar, wenn man so richtig zumacht. Ich habe hier mal meinen Speedmast mitgebracht, beziehungsweise den Mast von einem Spider-Beam, also Fiberglasmast. Mal gucken, ob wir den brauchen, schauen wir mal. Ich habe ihn auf jeden Fall mal dabei. Den habe ich jetzt, wenn ich so quick and dirty einfach mal sonntags losfahre, nicht dabei, ne? Sondern den nehme ich nur mit, wenn ich ganz gezielt zum Funken will. Aber wenn ich so sonntags mit Family oder alleine unterwegs bin und sag mal, okay, könnte sein, dass du irgendwo mal anhältst und funkst, dann habe ich im Wesentlichen das dabei. Nämlich, der Mensch will ja bequem sitzen. Und dann habe ich mein Basic Equipment. Eine komplette Kurzwellenfunkanlage mit Stromversorgung, Antenne. Alles, was man so braucht, bis 20 Watt Sendeleistung, ist hier drin. Das heißt, das kannst du auch einfach mal so beim Wandern mal dir um die Schulter hängen und los geht's. So, wenn ich das Stühlchen nicht, dann habe ich, das ist jetzt hier komplett funkfähig. Ne? Mhm. So, was ist da drin? Vielleicht fangen wir damit einfach mal an. Stühlchen bauen wir gleich auf. Das ist eine alte Fahrrad-Isoliertasche, wie man sieht. Da ist hier zunächst mal Schleichwerbung für meinen Arbeitgeber, ne? Bundesforstverwaltung. Das ist die Antenne.
Die Profis erkennen schon, es klappert. Ne? Das ist die MP1. Die ist ja bekannt in QRP und Portable Freaks. Diese Vertikalantenne. Oh, haben wir noch was vergessen? Genau. In der Version mit Ständer. Also mit Stehfuß. Also mit Fuß. Alles ist der falsche. Ach, wir würden jeden Tag filmen, da wird man nervös. Merkst du schon. Ne? So. Mach langsam. Ja, ja. Dann kann man den so aufbauen. Naja, ich mache das jetzt, sagen wir mal, langsam. Aber ich will schon mal so zeigen, wie ich es dann auch normal mache. Weil diese Anlage, die ich jetzt hier mal so als die Basic-Anlage bezeichne, die kann ich in 5 bis 8 Minuten aufbauen. Sagen wir mal bequem in 10 Minuten. Dann steht die Antenne und ich bin sendebereit. Jetzt muss ich mal so ein bisschen um mich gucken, dass das auch nicht ganz so schief ist. Da stellen wir die Antenne hin. Dann haben wir hier die beiden, ja, ich nenne das mal Mast. Das ist das, die Spule mit Abgriff. Also ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Das sieht ungefähr so aus, wie wenn jetzt ein Wilderer sich so sein geheimes Schießgewehr zusammenbaut. Aber es ist natürlich ganz was anderes. So, und das setze ich jetzt hier drauf. Das ist jetzt immer ein bisschen tricky, weil wenn man jetzt das lange Ding hat, da muss man das Gewinde treffen und das dann so reindrehen, dass das Gewinde nicht kaputt geht. Aber das kommt dann. Ja. Dieser Dreifuß, den du da jetzt zusammengeschraubt hast, ist, ja, sind das auch gleichzeitig sogenannte Radials? Nee, das kommt oder jetzt ist es einfach nur zum das ist nur als Stativ? Das mechanische Stehenbleiben. Ne? Mhm. Jetzt machen wir erstmal, das ist alles der Strahler. So, und das wäre jetzt der Strahler. Und hier die MP1 ist ja eigentlich eine ganz easy Technik. Du hast jetzt hier Abgriffe. Ne? Du merkst, ich kann das hier verschieben. Hier ist der Abgriff auf der Spule und je nachdem, welches Band du einstellst. Ich habe mir hier mal markiert, meine Lieblingsportabelbänder, 40 Meter, 30 Meter, 20 Meter Band. Und hier unten sind dann die anderen leicht abzugreifen. Also diese Spule ist das sogenannte Loading Coil. Ja. Das heißt, es wird dieser eigentliche Teleskopstrahler, der da oben drauf sitzt, wird künstlich, also für die Abstrahlung, für die HF wird die durch die Spule das künstlich verlängert. So ist das, ne? Also wir wollen nicht zu viel Technik machen, aber eine Antenne ist ja nichts anderes als ein Schwingkreis. Schwingkreis besteht aus Kapazität und Induktivität. Und der gestreckte Dipol, der hat eben die Induktivität in der gesamten Drahtlänge. Genauso der Viertelwellenstrahler in voller Länge hat eben die Viertelwelle in voller Länge. Und wenn du etwas kürzer machst, nämlich den Strahler kürzer machst, dann wird die Induktivität geringer. Und deswegen musst du die Induktivität durch eine aufgewickelte Spule künstlich größer machen. So kann man es vielleicht mal kurz erklären. Und aber bei diesem Teil, lass mich den Einsatz noch sagen, kommt noch hinzu, dass diese Hülle, die wirkt auch noch als Kapazität. Ja? Also du hast hier nicht nur die zusätzliche Spule, sondern auch eine zusätzliche Kapazität, die dann den Schwingkreis vervollständigt und in Resonanz bringt nachher. Und wenn das dann auf einer Resonanz ist, dann entspricht das dann einer Viertelwelle? Das ist eine Viertelwelle, genau. Ja. Viertelwelle, Vertikalstrahler. Und du hast eben schon die richtige Frage gestellt. Was ist denn der Rest zur halben Welle? Ne? Da habe ich hier alles so portabelmäßig optimiert, sage ich mal, durch viel Probieren. Ein Satz Radials. Das sind die hier. Und ich habe natürlich hier erstmal 1,50 Meter oder knapp 2 Meter Koaxkabel. Das heißt also, die Viertelwelle braucht in jedem Fall ihr virtuelles zweites Teil nach unten. Richtig. Das wird in Form eines perfekten Bodens, den wir ja nie haben, realisiert. Dann wäre das eine Ground Plane, ne? Ja, in dem Fall. Aber weil ja hier der Boden eben nicht optimal leitend ist, dann muss man das irgendwie ja, anders machen. Und ich habe das so gemacht, dass ich jetzt hier für jedes Band ein abgestimmtes Radial auslege. Mhm. Jetzt, wenn man die Leute, die jetzt es ganz genau nehmen, die würden sagen, das ist keine Crown Plane oder das ist auch keine richtige Vertikale. Das ist ein abgeknickter vertikaler Dipol, so könntest du das eher sagen, weil es ist ja dann tatsächlich zweimal Viertelwelle
und dann ist das so eine Art abgeknickter vertikaler Dipol. Also, was wäre denn jetzt zum Funken in der Praxis jetzt besser? Also du hast jetzt ein bisschen mehr Aufwand, weil du ja die Radials auslegen willst. Aber dann gibt es ja auch Leute, die sagen, nö, ich verzichte auf Radials und habe eine endgespeiste Halbwelle und brauche keine Radials. Das kann man machen, dann ist das hier allerdings zu kurz, ne? Ja. Dann müsste das anders dimensionieren, dann müsste das eben so verlängert werden, dass das ein Halbwellenstrahler wäre. Aber wenn man das jetzt hier, du kannst es natürlich jetzt noch höher machen, dann hast du allerdings das Problem, dass du noch mehr in die Höhe musst, nämlich Lampe halbe in die Höhe. Und das hast du dann schon wieder ein mechanisches Problem. Aber das ist lösbar, das ist ein anderes System. Kann man machen. Ne? Aber dafür, dass du dann keine Radials brauchst, brauchst du aber dann wieder eine Anpassung zum Einspeisen. So ist das. Ja. Ne? Dann musst du eben hochohmig einspeisen und dann musst du wieder ganz anders einspeisen. Du merkst, ich speise hier mit ganz normal 50 Ohm ein. Und der Vorteil dieser Konfiguration ist, dass ich, wenn ich die abgestimmt habe, dass ich dann direkt mit dem 50 Ohm Kabel reingehe. Man könnte jetzt entgegen, das kannst du mit einer endgespeisten natürlich auch, da machst du ein 1 zu 64 Ballon, also un in dem Fall geht auch. Ja. Jetzt nochmal zur Ausführung. Ich habe jetzt hier unten ist so ein Kabelschuh drauf und jetzt habe ich hier das 20 und 40 Meter Radial zusammen und zwar so zusammengewickelt. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen Fallschirmspringer-Mentalität beziehungsweise das Leben im Felde. Man muss jetzt hier sehen, dass sich das nicht verwurschtelt beim Ausziehen und deswegen muss man beim Aufwickeln schon aufpassen. Und wenn das jetzt kein Vorführeffekt wird, dann kann ich das jetzt hier schön ausziehen. Ja, das sieht doch gut aus. So, und das ist das 40 Meter Radial, ne? 10 Meter lang. Also diese Wickeltechnik, die musst du uns mal zeigen. Das ja, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Man muss ein bisschen überlegen. Und wenn ich es jetzt noch ganz genau machen will, dann werde ich diese beiden, die sind jetzt auch so, dass die sich jetzt nicht so sehr umeinander, siehst du, die kommen jetzt hier schön auseinander. Die sind jetzt nicht umeinander gewickelt. Guck, haben sich nicht aufgewickelt, hat also funktioniert. Dann lege ich das 20 Meter in diese Richtung. Und das 40 Meter ein bisschen weg, sodass ich dann auch eine größere Fläche bekomme. Denn für die Bänder, für die ich keine abgestimmten Radials dabei habe. Also du bist jetzt doch schon ganz schön weit weg jetzt von dem Fuß. Welches Radial ist das und wie lang ist das? Das ist das 40 Meter Radial, das sind 10 Meter lang. Das heißt, okay, also eine Viertelwelle für 40 Meter. So ist das, ne? Genau. So, jetzt gehen wir wieder zurück zum Corpus Delicti. Und der zweite Satz, jeweils wieder zwei Radials, das ist das 30 Meter und 15 Meter. Das habe ich ähnlich hier mit derselben Technik aufgewickelt, aber die sind natürlich kürzer. Und natürlich auch immer alles wieder so hinlegen, dass man es nachher nicht suchen muss, ne? Sonst ist das natürlich doof. So, und hier habe ich jetzt nochmal so einen Schuh oben drauf, ne? Klicke ich dann wieder dran. Und dann gehe ich idealerweise in die andere Richtung, sodass ich dann möglichst breite Fläche an Gegengewicht habe. Gegengewicht ist jetzt wieder technisch nicht ganz korrekt. Für die Bänder, für die ich dann kein abgestimmtes Radial habe, wirkt dann die Summe der unabgestimmten Radials nachher als Gegengewicht insgesamt, so ähnlich wie wenn du mit dem Magnetfuß was aufs Auto machst. Da kommt die Frage jetzt auf, es gibt doch immer die Diskussion oder den Hinweis, dass ein auf dem Boden liegendes Radial nicht mehr längenrelevant ist, weil es nicht resonieren kann. Wenn ich es aber resonierend haben will, muss es vom Boden weg. Ja, mag sein. Da musst du die Techniker fragen. Also ich sag mal, alle Theorie ist grau. Das mag so sein. Ich habe das so gemacht, dass ich eine gute Anpassung habe. Und ich stelle fest, wenn ich zum Beispiel auf dem 40-Meter-Band das Radial zufällig hatte, beziehungsweise nach dem Motto, ich lege einfach ein paar Gegengewichte aus, dass ich den 40-Meter-Teil dieser Antenne nicht so gut in Resonanz bekomme, beziehungsweise die Impedanz nicht stimmt. Das heißt, ich habe ein schlechteres Stehwellenverhältnis. Hast du denn jetzt trotzdem die Erfahrung, dass je nach Standort jetzt immer noch auch der Boden selber noch eine Rolle mitspielt? Nee, also das habe ich nicht, zumindest nicht signifikant wahrgenommen. Also das Teil ist am Strand, im Hochgebirge, am trockenen, frisch gemähten Wiese, das passt immer. Ja. Also von daher ist eine Denksportaufgabe für unsere Theoretiker, die können das ja mal erklären dann nachher. Ne? Also Theorie meets Praxis, wie das so schön heißt. So, also das heißt, die Antenne steht jetzt fertig. Und jetzt müssen wir uns, jetzt tun wir das hier erstmal weg, dass wir nicht durcheinander kommen. Jetzt baue ich also sozusagen meinen Check auf. Und jetzt muss ich mal so ein bisschen gucken,
wie ich dann, normalerweise würde ich mir ein bisschen Schattenplätzchen suchen, aber... So, Georg, wir hatten ja gerade eine kurze Pause eingelegt, weil wir doch jetzt festgestellt haben, dass es doch ganz schön sonnig und heiß wird. Und wir wollen jetzt auch ein bisschen Betrieb machen. Und deshalb haben wir uns jetzt entschlossen, in den Schatten zu gehen. Mhm. Und bei der Gelegenheit kannst du uns jetzt zeigen, wie einfach das ganze System auch ist, umzuziehen. Ja, ganz einfach. Ich habe das ja jetzt noch nicht angeschlossen. Insofern ist das der richtige Entscheidungszeitpunkt gewesen. Ich nehme jetzt das ganze Teil. Schnapp mir diese Radials, ne, und nehme das ganze Ding und jetzt gehen wir einfach mal ein paar Meter in den Schatten, ne, und dann ist das gut. Man muss jetzt nur gucken, dass man sich nicht in den eigenen Radials verfängt und auf die Schnauze fällt. So, und jetzt suchen wir uns hier ein Plätzchen. Dann würde ich sagen, stellen wir uns hier hin, ne? Das ist doch schön. Also auf jeden Fall schattiger. Okay, jetzt haben wir ein schönes schattiges Plätzchen für dich gefunden. Deutlich besser, ne? Und das war jetzt auch keine Riesenaktion, die Radius nochmal hier auszufahren, ja, und das Ding umzuziehen. Also das ging jetzt echt flott. Na, das ist auch der Vorteil von dem Teil. Ich hatte es eben gerade mal so beim Umbauen im Körger erzählt, man braucht keine Aufhängepunkte. Ne? Man ist einfach komplett flexibel. Wo es passt, kann man das Teil aufstellen. Radials oder nennen wir es jetzt einfach mal Gegengewichte. Die Theoretiker werden jetzt überlegen, was es denn eigentlich ist. Die legt man auf den Boden aus und fertig. Ne? Ja, und jetzt waren wir eben schon dabei. Jetzt baue ich meinen Check auf. Und das Genialste, was ich jemals in meinem Camping, Outdoor und sonst was Leben gefunden habe, ist dieses Stühlchen. Ich nenne jetzt keinen Namen, weil wir dürfen ja keine Schleichwerbung machen. Aber das ist so ziemlich für leicht und platzsparend das Beste. Das ist jetzt mein... Naja, also wenn jemand nach Campingstühlen googelt, wird er irgendwann das Ding finden, oder? Ja, mit ein bisschen Fantasie, ja. Ja. Wir machen ja auch keine Produkt, wie nennt man das? Produktsponsoring oder sonst was? Keine Ahnung. Wir machen das alles aus reinem Idealismus hier. So, das ist ja natürlich noch ein bisschen unbequem. Ne? Da muss jetzt natürlich noch. Also jetzt zeig nochmal, das ging jetzt einfach zu schnell. Was, wie hast du diese Elemente jetzt? Das sind so Gummis da drin? Ja, das ist Methode Zellstange. Ne? Ah, ja. Die kannst du hier so zusammenknicken. Kann schnell zusammen machen, aber ich steuere jetzt nur mal an. Das Abbauen geht dann halt so. Ne? So, ja. Zack, auseinander. Und was schätzt du, wie viel wiegt das jetzt ungefähr? Das anderthalb Kilo, ach, ein Kilo vielleicht. Ja. Das ist alles Leichtmetall, ne? Also Alu, ja, auf Hochdeutsch. Die alle Leute sagen immer, es ist Leichtmetall. So. Und dann kommt hier der Bezug, ja, drauf. Wenn du vom Fach bist, sagst du noch die Legierung dazu. Ja, ja. 7500 oder so. Können die Techniker alles machen. So, schwupp. Und jetzt kommt der eigentliche Aufbau. Jetzt nimmt der Operator Platz. Das ist natürlich ein bisschen unbequem. Das ist aber auch Kategorie Anglerstühlchen, oder? Ja, die Anglerstühlchen, die haben dann hier vor allen Dingen was für die Bierflasche. Ne? Das fehlt hier. Ja, wo hast du denn deine Bierflasche? Masen und Bier trinken, das ist systembedingt nicht, stimmt, so gut. Ne? Es, ja, gibt ja auch, ja, Leute, die meinen, Sprechfunk und Bier trinken passt zusammen. Das kann man sich ja manchmal anhören auf so einschlägigen Relais. Aber das lassen wir dann jetzt mal lieber sein. So, jetzt kommen wir hier mal zum eigentlichen Equipment. Das ist hier sozusagen das Gerät, was ja jetzt vielleicht bei der Portabel- bzw. Mobilfunkfraktion in aller Munde ist, das ist der Xegu, ist ein kleiner Chinese, so klein ist er jetzt gar nicht, der G90. Ist eigentlich, um es mal kurz zu beschreiben, ein Kurzwellen-SDR-Gerät, 160 bis 10 Meter. Hat er 6 Meter? Nee, 6 Meter hat er, glaube ich, nicht. SSB-CW, neuerdings mit dem neuen Update FM, also kann alles. Den ganzen digitalen Kram kann er auch, interessiert mich aber nicht. Und 20 Watt Sendeleistung, eingebauter Tuner. Ich will jetzt keine Reklame für das Gerät machen, aber über das Preis-Leistungs-Verhältnis. Machst du doch schon die ganze Zeit. Nee, ich beschreibe einfach nur die technischen Eigenschaften. Stimmt. Preis-Leistungs-Verhältnis, da wollte ich nämlich gerade zu kommen, das wäre jetzt der Reklameteil. Da möge sich jeder mal selbst ein Bild drüber machen und vergleichen. Es ist natürlich, was den mechanischen Aufbau angeht, jetzt kommen wir mal ein bisschen zur Bewertung. Ja. Das ist, weil so ein Stromversorgungskabel ist natürlich jetzt nicht so ganz prickelnd. Und ich habe hier auch schon mal beim OM Arthur Konze auch mal geguckt. Der hat den G90 ja auch mal beschrieben und Tipps und Tricks. Ne? Und zum Beispiel das Aufwickeln von diesem Stromversorgungskabel. Das habe ich vom Arthur. Arthur, vielen Dank.
Das habe ich gemacht und hier den Stecker, den müssten wir auch irgendwann mal austauschen. Aber bis jetzt hält er noch, aber das ist dann halt, naja. Also du würdest dir da eher sowas wie Powerpole wünschen, wenn schon ein Stecker? Ja, sowas, auf jeden Fall was Haltbares. Also hier, das ist keine Ahnung, was das für eine Norm ist. Auf jeden Fall lang halten wird sie nicht. So, und dann habe ich hier noch drin, was man natürlich braucht zum Masen, ist eine Masertaste. Da kommen wir später zu. Dann kommen wir jetzt mal zur Stromversorgung. Was braucht man für 20 Watt? Ja, Strombedarf, ich glaube, der hat so 5, 6 Ampere bei Volllast. Ist nicht einer der sparsamsten. Das ist ein Li-Fe-Po, also ein Lithium-Eisen-Polymer-Akku. 12 Volt, 13 Volt Nennspannung, sowas in der Art. Ne? 4200 Milliampere-Stunden, also 4,2 Ampere-Stunden. Das sieht so aus, als wäre das, käme das aus dem Modellbau. Ist das auch. Genau, kommt aus dem Modellbau, deswegen auch hier die dicken Kabel, weil die ziehen ja richtig Strom. Also das heißt, der kann richtig was abgeben. Ne? Und ja, das ist so das Mittel der Wahl. Und wie lädst du den? Den lade ich mit einem speziellen Ladegerät dafür. Das habe ich jetzt nicht dabei. Mhm. Das ist auch ein relativ handliches kleines Teil. Das habe ich mir mal im Elektronikhandel mal gekauft. Das ist speziell für Lithium-Polymer und Lithium-Eisen. Also Lithium-Eisen und Lipo-Li-Fe, genau. Für die beiden Typen ist das umschaltbar. Ne? Das habe ich dann, wenn ich länger unterwegs bin bei unseren Urlaubstouren, meine Frau und ich, Zelt und Camping und Fahrrad, dann habe ich das dabei. Aber so richtig leer gefunkt habe ich den noch nie. So, hier ist jetzt der Adapter. Das habe ich mir alles gefriemelt. So, die Puristen, also die Perfektionisten mögen einfach mal weggucken. Das ist einfach Amateurfunk, wenn es trotzdem geht. Und jetzt muss man schwarz und rot nicht verwechseln. Das mache ich normalerweise immer ganz gern. So, und jetzt kommt das hier unten rein. Und dann hole ich aber vorher noch das Anschlusskabel für die Masertaste und das hier mit dem Kopfhörer lassen wir mal weg, sonst hat die geneigte Zuhörerschaft nichts davon. Schmeißen wir jetzt hier neu. Jetzt musst du wahrscheinlich wieder auf die andere Seite gehen, weil das kommt jetzt hier so rein. Und dann habe ich gleichzeitig hier meinen Check. Was habe ich vergessen? Ja, die Anschlüsse auf der Rückseite noch. Da kommt jetzt hier Strom, haben wir schon. Da kommt jetzt hier, komm her, Antennenkabel. Antennenkabel noch dran. Mit Antenne. Und ganz für doofe, grün auf grün, die Masertaste. So, und jetzt haben wir die Rückseite versorgt und jetzt können wir das hier reinlegen und du siehst, dass die Verpackung gleichzeitig auch sozusagen der Ständer oder der Halter für das Gerät ist. Wenn ich jetzt hier in meinem Stühlchen sitze, habe ich jetzt eigentlich einen idealen Check und kann das hier bedienen. Einschalten tun wir später. Jetzt gucken wir uns erstmal die Masertaste an. Die Strategen von der Telegrafie-Fraktion, die kennen das. Das ist Palm Pedal. Der Ortsverband Papa 14 hatte mal so eine Aktion, Palmradio hatten die das genannt. Die hatten hier so kleine, wunderbare Masertasten, ne? Das zeige ich jetzt mal, das kommt hier hinten rein. Und dann drückt man hier drauf und schwupp, kommt eine Masertaste raus. Das ist ja clever. Und wenn man das hier noch auf den Magnethalter klickt, dann kann man das hier drauf machen und kann hier masen. Und dazu muss man das Ganze noch einschalten. Das wird jetzt auch funktionieren, hoffe ich zumindest. Genau. Und wir sind jetzt hier schwupp am 20-Meter-Band. Dann gehe ich jetzt hier aufs 20-Meter-Band. Jetzt muss ich hier meine Spule verschieben auf meine vorgefertigte Markierung. So. Und wenn du hier mal guckst, mein lieber Kirk, da, ne, SWR. Also ob das Display jetzt hier im Film wirklich gut zu lesen ist, das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Kannst du gar nicht so sagen, ne? Das werden wir dann nachher dann sehen. Die Leute, also, du solltest so viel beschreiben wie möglich. Okay, also man sieht, dass die Anpassung unter 1:2 ist. Ich könnte jetzt hier noch ein bisschen verschieben. Das war eben auch, als du noch nicht da warst und die Kamera daneben gehalten hast, war das auch 1:1,5. Die Kamera stört jetzt. Die Kamera ist jetzt eine Kapazität, die ich nehme an, die wird das, die Antenne verstimmen. Oh, ist jetzt nicht so dramatisch. Ich habe jetzt hier eine Bandbreite von 50 Hertz eingeschaltet. Für Telegrafie ist das sehr schmal, aber ich kann jetzt hier mal auf 200 Hertz gehen. Jetzt gucken wir mal. Der G90 hat jetzt hier auch so eine Art Bandscope. Da kann man mal gucken, wo was abgeht. Da hinten maust einer rum, da gehen wir mal hin. So, wir haben jetzt mal kurz die Kamera umgestellt, dass man auch das Display jetzt besser ablesen kann. Und du hast jetzt gerade einen CQ-Ruf gehört. Ja. For now have my
Best 73 ES Kuo 55. Der hat auch hier so ein Ding, was ich da einschalten kann, aber das funktioniert nicht gut. So, jetzt hast du noch ein Handy gerade in der Hand, was ich jetzt natürlich nicht im Bild habe. Wenn du das mal kurz an die Station hältst, was machst du da jetzt? Das ist mein mobiles Logbuchprogramm. Das habe ich im Internet mal runtergeladen. Ich muss jetzt überlegen, wie es heißt, das reiche ich nachher noch nach. Das kann ich nachher exportieren als ATIF-Datei und hier tippe ich dann so die Stationen ein, mit denen ich funke und die Frequenz. Ne? Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Name, QTH, Frequenz kann man dann eingeben und ja, das kann man dann nachher abspeichern auf dem Handy zunächst und dann nachher exportieren als ATIF-Datei und dann ins normale Logbuch überführen oder was man damit auch macht. Musst du dafür online sein oder kannst du es erstmal offline machen? Das geht offline. Offline, ja. Das geht offline, ja. Das heißt also, du musst da gar nicht jetzt gucken, wo hast du LTE-Empfang und so weiter. Nee. Und irgendwelche hier DX-Heat und Spotter und so, das brauchst du. Kann man machen, ja. Habe ich hier drauf, aber das benutze ich eigentlich weniger, weil ich bin ja nicht so furchtbar interessant für jemanden. Es sei denn, wenn ich mal irgendwann mal so eine neue Burg in die Luft bringe von Castles on the Air oder sowas in der Art, dann mache ich schon mal einen Spot. Ja. Self-Spotting ist ja nicht so schön, aber das wird dann auch vorher angekündigt auf den speziellen Seiten von Castles on the Air zum Beispiel. Aber der langen Rede kurzer Sinn, das brauchen wir eigentlich nicht für. So. Wird von vielen anderen angerufen, die wir nicht hören. Der ist portabel. Ich vermute, der ist auch auf einem Summit on the Air oder so etwas, weil er wird relativ oft angerufen. Jetzt hat er mich. TNX 73 DF 9, Irung DF 9, ZV, Portabel DE 9, A5, MX Portabel. 9A5 MX Portabel. Na. So, und der wird ja jetzt gerade angerufen von einem aus Ungarn, aber ich schreibe mir das jetzt gerade mal auf. 9A5 MX, also das muss ich mir jetzt notieren. 9A5 MX. So, das kann ich hier auch noch mal zeigen, falls es von Interesse ist. Ne? Ja. 9A5 MX. Portabel. So, der hat mir gegeben 559 und ich habe ihm gegeben 559. Namen haben wir nicht ausgetauscht. Das ist jetzt natürlich ein sehr unpersönliches QSO, weil er portabel ist, viele Verbindungen fahren will und es wird einfach ja fast schon FT8-mäßig eigentlich nur Signalrapport ausgetauscht. Ne? Das war auf der Frequenz. Wir sind jetzt auf 10, 117, steht noch da, 30 Meter Band. So, ich kann jetzt hier, das ist ja ganz putzig, das zeige ich euch mal, wenn ich den Standort einschalte von meinem Handy, dann kann der mir auch hier oben sagen, in welchem QTH-Locator ich bin, also Juliet Oscar 30 X-Ray Kilo, nee, Juliet Oscar 40 Bravo Mike sind wir jetzt, der hat gerade umgeschaltet, gestern war ich woanders, also in meinem Heimatstandort, Locator praktisch, das wird jetzt mit abgespeichert, zack, Data changed, jawohl, so, und jetzt seht ihr hier, das ist das, was ich so jetzt gestern und heute unterwegs gemacht habe, ne? Das ist jetzt so das Logbuchprogramm, mal nebenbei.
Okay, ja, das war jetzt auf dem 30-Meter-Band. Ihr habt gemerkt, das 20-Meter-Band war von der Tagesdämpfung her ohne Sporadik schwer zu gebrauchen. Das 30-Meter-Band ist um diese Tages- und Jahreszeit eigentlich immer ganz gut für eine Überraschung. Und man merkt, da sind auch Portabelstationen unterwegs. Und mit dieser Antenne, mit dieser Einstellung, Antennenlänge effektiv knapp 2 Meter, die müsste eigentlich rund 7,5 Meter lang sein, um eine volle Viertellänge zu haben. Also 2 Meter zu 7,5 Meter. Es ist schon stark verkürzt. Sprich, der Wirkungsgrad dieser Antenne ist dann schon etwas eingeschränkt. Aber mit 20 Watt Sendeleistung funktioniert es dann halt doch noch. Ne? Ja, und gut, von hier nach Kroatien ist ja jetzt auch nicht so schrecklich weit. Also will heißen, für richtiges DX sind momentan die Bedingungen nicht brauchbar. Ich würde jetzt mal auf 10 Meter gucken. Das könnte sein, dass es da geht. Oder auf 15 Meter. Das ist jetzt für das Video ein bisschen zu langwierig. Also man müsste jetzt mal ein bisschen Suchempfang machen, klassisch. Und mal gucken, wo was geht. Und mal ein bisschen hören. Und wenn man dann einen gefunden hat oder weiß, auf welchem Band sich was abspielt, dann kann man da mal gezielt suchen. Ne? Das ist jetzt so der Ablauf. Also jetzt würde ich, vielleicht machen wir es mal auf 15 Meter gucken, weil 15 Meter ist um diese Tageszeit eigentlich vielversprechend für die X. Aber ihr merkt, nebenbei bemerkt, hier unser Kroate, der ist jetzt hier ganz begehrt. Ne? Da ist einiges los. Der sitzt auf einem Hügel oder auf einem Flora-Fauna-Habitat-Gebiet, was offensichtlich gesucht ist als Portabelstation. Wir haben jetzt gesehen, dass jetzt so eine Portabel-Auf- und Abbau relativ schnell und problemlos vonstatten geht mit kleinen, leichten Mitteln und auch nicht sehr teuren Mitteln, würde ich sagen. Mhm. Kann man also da eine Menge Spaß haben mit dem Hobby. Wir waren ja jetzt auf 30 Meter und 40 Meter. Für die Anfänger unter uns, und ich bin eigentlich auch noch so einer, Delta Oscar, auch erst seit knapp 2 Jahren die Lizenz, ist es jetzt aber für so kleines Besteck die beste Zeit, die man sich eigentlich wünschen kann, weil wir sind jetzt in so einem sehr stark ansteigenden Sonnenzyklus und die Aktivitäten, die Bandöffnungen auf 10 und 15 Meter, das sind ja so unsere Delta-Oscar-Bänder, weil 80 Meter braucht man mit so einem kleinen Besteck nicht versuchen. 10 und 15 Meter sind momentan so offen und da ist so viel Aktivität, sind weltweit geht da was. Mhm. Und das ist jetzt also, wenn jemand unter euch sich da überlegt, Mensch, so auf die Wiese im Sommer, das macht Spaß, Natur, Fahrradfahren, Wandern und noch ein bisschen Funken dabei. Also auf 10 und 15 Meter geht richtig was zurzeit. Eigentlich schon, ja. Kann man so sagen, das ist jetzt auch noch Perspektive. Die nächsten 2, 3, 4, 5, 4 Jahre auf jeden Fall ansteigende Bedingungen. Mhm. Also wer jetzt lernt, ne, im halben Jahr Lizenz machen und dann die nächsten 4, 5 Jahre richtig Spaß kriegen auf 10 und 15 Meter. Und wenn es dann wieder ein bisschen nachlässt, in den nächsten Sonnenflecken Minimum geht, dann aufstocken und die große Lizenz machen und dann ordentlich auf 40 Meter. Ja, weil 40 Meter ist eigentlich fast eine Bank und 20 Meter ist ja dann auch noch relativ brauchbar, auch wenn es nicht so sporadik hat. So ist es. Schorsch, wir wollen ja noch, du hattest noch erzählt, du hattest ja noch eine andere Antenne dabei, ja. Aber die machen wir dann mal in einem anderen Film. Richtig. Schorsch ist ja hier unsere unerschöpfliche Quelle, beziehungsweise unser Hobby ist es ja, aber unser Fox-74-Mitglied hier, Schorsch, ist immer gerne dabei und hat uns ja auch schon, wie viele von euch ja gesehen haben, auf dem WAG-Contest. Mhm. Letztes Jahr hatte ich dich ja das erste Mal gefilmt, hat er uns ja auch generell ein bisschen das Morsen gezeigt. Und da hattest du jetzt auch noch mir gesagt, dass ich dich besuchen kommen darf bald, weil du ja eine kleine Sammlung an unterschiedlichen Morsetasten hast. Schwabbeltasten, Pedals und so weiter. Da willst du ein bisschen was zeigen und vor allen Dingen über die Geschichte dieser Entwicklung erzählen. Genau, das ist so was für schlechtes Wetter. Das macht man eine Indoor-Veranstaltung. Ne? da kann ich so ein bisschen was zeigen. Ich bin ja nur auch schon eine Zeit lang dabei. Seit über 40 Jahren mache ich Amateurfunk. Da kann ich natürlich ein bisschen mehr erzählen. Ja. Von den verschiedenen Aspekten unseres Hobbys. Ne? Das ist jetzt nicht alles nur Telegrafie. Ne? Das ist so. Ja. Was ich so gerne mache, aber ich kann und will euch auch gerne zeigen und erzählen, was man sonst so machen kann. Und ich kann euch sagen, Amateurfunk ist mehr, als man denkt. Fairerweise muss ich natürlich jetzt noch nachlegen, dass was wir heute oder was Josh heute gemacht hat, QRP 20 Watt, CW, mit nicht so guten Bedingungen geht da trotzdem was.
Aber wenn jetzt viele von uns eben nicht so CW-mäßig unterwegs sind und das lieber mit dem Sprechfunk machen wollen, dann wird das ein bisschen schwieriger. Ja? Also dann Sprechfunk braucht einfach mehr Leistung und bessere Bedingungen. Richtig. Also wobei oder bessere Bedingungen, wenn man jetzt gute Bedingungen hat und ein klein wenig mehr Antennenaufwand betreibt, ein bisschen Draht in die Luft bringt, ein bisschen mehr Antennenfläche, ein bisschen mehr Wirkungsgrad, dann wird man mit diesem Gerät mit 20 Watt auch sehr schöne Sprechfunkverbindungen machen können. Also es ist nicht unmöglich, es ist aber ein bisschen schwieriger, weil CW halt einfach effizienter ist und besser durchkommt. Deswegen sind viele Leute, die auch heute noch tatsächlich Spaß am QRP haben und tatsächlich auch deswegen und nicht nur deswegen Telegrafie lernen, es ist tatsächlich viel los. Wie wäre denn, wir würden mit dir so eine kleine Einstiegs-Totalanfänger-Serie machen, wo du mal so versuchst, den Leuten und auch mir das CW, das Morsen, schmackhaft zu machen. Die Einstiegsdroge geben sozusagen. Was würdest du davon halten? Das können wir mal überlegen, wie man das am besten macht. Da würde ich mir was überlegen zu. Am besten ist immer, man zeigt, wie schön es ist. Ja. Aber es ist natürlich schwer für jemanden nachzuvollziehen, der es nicht versteht. Der dann darauf angewiesen sozusagen als Dolmetscher. Aber ich habe es ja eben auch versucht, im QSO immer nebenbei zu erzählen, was gibt der gerade. Ja, das kann der. Also seine Gehirnhälften werden da total separiert. Die eine Hälfte morst, die andere Hälfte spricht. Das ist sehr phänomenal. Ja, aber da kannst du auch schön die Parallelität zu einem Dolmetscher. Ne? Das ist tatsächlich so eine andere Sprache und die kann man auch übersetzen. Also simultan übersetzen. Simultan Übersetzung. Also von daher. Die Frage war ja, kann man da mal so eine Einstiegsdroge geben? Ich will es mal versuchen, aber jeder findet einen anderen Zugang. Und jede natürlich auch, ist auch was für Mädels nebenbei bemerkt. Und also da soll man einfach mal gucken. Ich zeige euch einfach mal, was man Ja, genau. Wir lernen mal die ersten drei Buchstaben im Alphabet. Okay. Schorsch, vielen Dank. Kirk, ich habe mich bei dir zu bedanken. War wieder super spannend hier. Fox 74, immer mal wieder wert reinzuschauen. Ich sage das eigentlich nie, aber ich muss, glaube ich, mal sagen, wie immer, abonnieren, liken und den. Aber warum muss ich das eigentlich immer sagen? Weil wenn ihr es toll findet, dann abonniert ihr es doch sowieso. Oder? Genau, und wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Dann halt nicht. Okay, tschüss.